Prototyp im Härtetest. Der neue BMW M5. Er ist die Speerspitze der BMW 5er-Reihe. Der Bergtest. Nur eine von vielen Prüfungen, denen sich der BMW M5 wie jedes andere BMW-Automobil vor dem Launch unterziehen muss. Wir müssen natürlich die verschiedenen Fahrzustände, Bedingungen, äußeren klimatischen Bedingungen berücksichtigen. Aus dem Grund müssen wir auf der ganzen Welt testen. Also möglichst viele verschiedene Bedingungen wollen wir abdecken. Im Test bei winterlichen Wetterbedingungen in den Bergen merkt man schnell, ob die einzelnen Systeme gut aufeinander abgestimmt sind. Wenn hier ein System nicht zum anderen passt, dann hat man ein Problem. Sehr schön kann man hier unseren M-Dynamic-Modus testen. Das ist ja ein Regelsystemmodus, der uns erlaubt, ein bisschen quer zu fahren. Aber wenn wir dann zu übertreiben, zu sehr quer kommen, hilft uns das System, das Fahrzeug wieder einzufangen. Es gibt das Fahrzeug frei und wir können beschleunigen, obwohl wir hier nur im leichten Drift um die Kurve herumfahren. Neben den Fahreigenschaften wird bei den Tests in den Alpen auch der Kaltstart geprüft. Bei deutlichen Minustemperaturen wird der BMW M5 auf 1800 Metern über Nacht geparkt. Am nächsten Morgen stellt sich die Frage, wie verhält sich der Motor unter diesen Bedingungen? Springt er sofort an? Wie fährt er am Berg an? Ruckelt er? Blockiert etwas? Neben dem Fingerspitzengefühl des Fahrers spielen elektronische Messgeräte beim Fahrzeugtest eine immer größere Rolle. Mit dem Einzug der Elektronik, mit dem ganzen Regelsystem hat sich natürlich die Arbeit immens verändert. Aber ein Riesenvorteil ist, man kann hier online sich die Ergebnisse anschauen im Fahrzeug, online Veränderungen vornehmen, sofort wieder auf die Strecke gehen. Das Fahrwerk ist beim neuen BMW M5 verstellbar. Vom komfortablen Modus bis hin zur härteren Gangart ist alles drin. Beim M5-Fahrwerk haben wir eigentlich alles neu gemacht. Wir haben ein neues Konzept, vorrangig um Gewicht zu sparen und die Präzision des Fahrwerks zu erhöhen. Also das Fahrzeug zielgenau bewegen zu können. Härtetest bestanden. Der neue BMW M5.